Und damit begrüße ich euch wieder ganz recht herzlich zum Let's Play von Stalker, der Schatten von Tschernobyl. In der letzten Aufnahme ist ein bisschen was schief gelaufen. Ich werde jetzt bei jeder Aufnahme auf jeden Fall immer kontrollieren, ob das nette Mikrofönchen denn noch angeschaltet ist. Und auf jeden Fall eine Testaufnahme auch mal genau zuhören. Und in der letzten Aufnahme ist ja noch etwas schief gelaufen. Und zwar ist uns der Speicherstand kurioserweise doch während der Aufnahme abgekackt. Das war jetzt hoffentlich bloß ein Einzelfall. Aber ich werde ab jetzt immer doppelt speichern. Das heißt, ich werde mal kurz in das Menüchen gehen und hier auf Speichern drücken. Wo ist dann meine ganzen Quick Saves? Und Saves ist ja egal, könnt ihr ruhig sehen. Stand auch ein Datum? Ja, stand auch ein Datum. Das seht ihr, am 21.05. habe ich das zuletzt gespielt. Ist jetzt auch schon 10 Tage her, ist aber auch nicht so schlimm. Ich hatte ja ein paar Folgen aufgenommen. Und in der letzten Folge, die gestern rausgekommen ist. Ich hoffe, ich kann die Folge heute noch frisch, also druckfrisch raushauen. Wird zwar etwas später am Abend kommen, aber in der letzten Aufnahme mehr gesehen. Scheiße, wo ist mein schwarzer Bildschirm? Und darum habe ich ja auch bis hierhin nachgespielt. Also den Speicherstand sozusagen wiederhergestellt. Dass wir hier halt mit dem Typ, mit dem Herrn Sacharow wieder schön gesprochen haben und eigentlich bloß rausgehen müssen mit Herrn Kruglov und die ganzen Monster abballern. Zudem hat sich leicht etwas im Inventar geändert. Man sieht das hier schon, denn ich habe hier die VSS Ventures gefunden. Und das ist ein sehr spezielles Scharfschützengewehr, das durch einen integrierten Schalldämpfer Schussgeräusche und Mündungsfeuer unterdrückt. Jegliche kugelsichere Weste wird auf 400 Meter durchbrochen. Diese Waffe ist bei Stalkern jeden Ranges sehr beliebt. Zudem habe ich mir auch gleich 300 Schuss dafür geholt. Ich habe die natürlich draußen mal ganz kurz ausprobiert. Und was ich noch gefunden habe, ist nämlich hier diese Batterie. Die lag nämlich. Ich zeige das mal ganz kurz. Ja. Achso, ihr kuschelt eine Runde. Die lachen nämlich da oben auf dem Dach und wie man da hochkommt. Ich hoffe, das kriege ich hier noch hin. Also, ich habe das irgendwie in der Testaufnahme hingekommen, aber wie? Ach, wartet. Ich habe es, glaube ich. Also, gleich. Ja! Also, scheiße. Komm, los! Spring! Ja, langsam, aber sicher! Kraxeln wir hier hoch. Ja, und wir haben es geschafft. Und, huch, da stehen hier wieder neue Kisten. Das ist ja immer neu. Ja, diese Kisten standen da vorher auch schon. Aber ich habe die ja kaputt gehauen und die Batterie gefunden. Hauen wir sie nochmal kaputt und finden noch eine Batterie. Nee, eine Qualle war das nur. Und ein Fleischklumpen. Super. Das ist immer nice, dass sie sich immer wieder von selbst wieder zusammenbauen und neue Items drin sind. Ist man nur hier hochgekommen? Nee. Oder verdammt doch. Ich glaube, da wäre es hier unten schwierig geworden. Ja. Na egal, Hauptsache. Au, Mann, diese dämliche automatische Tür. Hier ist sogar eine Klingel dran, oder? Ah, kann man. Nee, eine Kamera müsste. Hängt bloß ein bisschen hoch. Die Kamera. Oder eine Klingel. Kann man halt schlecht erkennen. Egal, wir gehen jetzt wieder rein. Verkaufe noch die überflüssigen Items, wenn Herr Sacharow kommt. Hallo. Na, wie geht's dir? Handeln denn noch eine Runde? Verkaufen den einen Fleischklumpen sowie die Qualle. Kriegen wieder ein bisschen Geld. Und handeln jetzt so. Und eigentlich wurde er in den Moment mal. Der Dörr, habe ich die nicht schon angenommen? Ach, was mache ich denn hier? Ja, ich bin leicht
desorientiert gerade. Ja. Artefakt Feuerball liefern. Mann, oh Mann. Also er hat immer wieder neue Aufträge. Letztes Mal konnten wir, glaube ich, eine Schnorkleiche. Musste mir da so einen Fuß besorgen. Aber einen Feuerball haben wir theoretisch, plus den brauchen wir ja noch. Mist, und da haben wir so viele von verkauft. 7 Stück an der Zahl. Und hier habe ich leider auch keinen mehr drin. Nicht schon wieder. Aber er braucht doch diese Dinger hier. Ah, jetzt ist er wieder da hinten. Komm mal her. Kann ich dir denn nicht schon mal die Batterie hier geben? Nee. Okay, dann legen wir die erstmal hier in die Truhe. Ich habe gedacht, da kriegen wir jetzt ein bisschen Kohle für. Hier, die Stats. Elektroschock plus 30. Puh, wann brauchen wir das mal? Dafür haben wir ja, ja, keine Ahnung, was haben wir dafür? Ja, Elektroschock ist eigentlich gar nichts. Was haben wir denn hier? Aber ich lege es erstmal hier rein. Vielleicht brauchen wir es später doch noch. So, jetzt möchten wir aber uns endlich hier den Herrn Kugler widmen und hier mit der Action starten. Ja, gezeichnet, ich weiß gar nicht mehr, wie die Stimme von dem war. Aber meine weiß ich zum Glück noch. Der Professor hat mich gebeten, einen kleinen Ausflug zum Messpunkt zu machen. Jetzt kommen wir zur Sache. Wir sollten sofort aufbrechen. Es wäre nutzlos, alleine dorthin zu gehen. Ah, mit dir ist das etwas anderes. Ich denke, wir werden das schnell erledigen können. Achte nur darauf, den Leichen nicht zu nahe zu kommen. Bist du denn bereit? Jawohl. Draußen ist es zu gefährlich. Geh du vor. Überprüf das Gebiet um das Labor. Die Monster waren in letzter Zeit ziemlich aktiv. Und da kommen gleich die gescripteten Monster um die Ecke. Das sind die richtigen Waffen anlegen, die diese Ungetüme. Hallo. Eigentlich würde ich die hier. Ne, die hier. Aber anscheinend sieht es hier ganz ruhig aus. Hat hier jemand noch Hände für mich? Hände, Hände, bitte her. Ich brauche Hände, ganz viele Hände. Und die bringen hier ordentlich Kohle. 500 Tacken ein, so ein Ding. So, jetzt kommt unser Kumpel auch raus. Oh, was liegt denn hier? Oh, Scheiße. Genau jetzt. Oh, ich sehe nicht. Vielleicht ist er schon tot. Oh, der rennt hier auch noch voran. Huch. Mann, der hat auch eine geile Ausrüstung. Zombie. Nicht schlecht. Oh Mann, ich glaube, der stirbt uns hier bald. Was kann man? Oh, jetzt habe ich aus Versehen reingeschossen. So. Oh. Wow. Mann, jetzt kommen wir. Oh, wir gehen ja auch noch in den Tunnel rein. Das ist super. Also, hier freue ich mich jetzt. Einen Moment. Lass mich die Messungen vornehmen, dann gehen wir weiter. Ach, hier ist der Messpunkt. Wo gibt es da mehrere Messpunkte? Ich hoffe mal nicht. Denn ich mag keine Tunnel. Okay, okay. Ein bisschen viel vielleicht, aber die Strahlung ist normal. Wir müssen weiter. Ja, ist ganz normal. Kugloff, was macht da solche Geräusche? Das ist normal? Hallo, rede mit mir, bitte. Ich kann doch vielleicht nicht so gut spielen. Ach, das kann doch nicht sein. Was ist passiert? Ist er tot? Sofort zurückkommen. Nee, komm da. Da lade ich lieber nochmal Quick. Und da ist schon wieder der Speicherpunkt down. Mann, das kann man nicht. So, und da sind wir wieder. Der Spielstand war schon wieder im Arsch. Ich weiß nicht, woran das jetzt auf einmal liegt. Und ich muss ein bisschen spielen. Das werden wir natürlich nicht mehr sterben lassen.
Verdammt nochmal. Aber ich speichere lieber doch mal. So. Das dauert jetzt zwar mal ein bisschen länger. Aber ich hoffe mal, doppelt hält besser. Warum rennt er eigentlich vor? Das ist nicht gut, dass du vorrennst. Lass mich drauf. Genau deshalb. Weil hier nämlich einiges an Viechern rumlauert. Da sehen wir noch. Hey, schieb mich mal hier nicht raus. Naja gut, das können wir auch noch nachher holen. Das hier ist jetzt wichtiger. So. Funktioniert nicht mehr, dort. Der Detektor dreht völlig durch. Gezeichneter, wir müssen weiter rein. Boah. Hier drin kann ich nichts ausrichten. Verdammt. das speichern wir nochmal ganz schnell. So, so, zack. Oh, oh. Mann, Junge. Oh, nö. Kein Yoda.